Als Landrat und Kurdirektor kann ich Ihnen versichern, alles hängt vom nächsten Sommer ab. Von der Zahl der Gäste, der Zahl der Kranken, die hier Heilung suchen. Die Jahre des Aufbaus sind vorüber. Nun folgen für uns alle die Jahre des Ertrags. Des Profits. Herr Hofstadt. Immer rein in die gute Stube. Dankeschön. Karin! Rate, wen ich mitbringe. Einen lieben, seltenen Gast. Pastor Lundquist. Welch hoffnungsvolles Jahr kommt da auf uns zu. 1900. Noch 5 Tage bis Silvester. Dann beginnt ein neues Jahrhundert. Ein Jahrhundert des Friedens, des Aufbaus. Vielleicht ein Jahrhundert der letzten Erkenntnis. Vielleicht auch ein Jahrhundert der Zerstörung und des Kriegs. Wenn wir alle zusammenstehen, die wir voller Hoffnung sind und... Warum verdammt noch mal so positiv? Das sind doch Träume, Illusionen, Phrasen. Thorsten, ich möchte mit dir das Jahr 2000 erleben. Und? Ich habe mich leider nicht getäuscht. Unsere Heilquelle ist hoffnungslos verseucht. Wo ich meine Gerberei habe? Ja, wo du deine Gerberei hast. Wo sich das faulende, verwesende Aas türmt, die Knochen und Klauen. Wo das blutende Abwasser versickert von deiner Abdeckerei. Ich bin also schuld, ja? Ja, auch du. Wir alle. Auch ich. Weil ich mich nicht durchgesetzt habe damals, als das Brunnenhaus gebaut wurde. Die Zuleitung. Weil ich die Planung nicht verhindert habe. Der Volksbote mit dieser Meldung erreicht alle seine Abonnenten in den nächsten 2 Stunden. Wer Aktien hält, wird diese sofort verkaufen. Ich besitze solche Kurbad-Aktien. Für 1000 Kronen. Die sind heute Abend vermutlich weniger wert als das Papier, auf dem sie gedruckt sind. Tut mir leid, Herr Kiel. Sie werden sich wieder erholen, wenn dem Übelstand abgeholfen wurde und die Quelle saniert ist. Auf meine Kosten. Auf Kosten meiner Existenz. Verstehe ich dich recht? Alles bleibt beim Alten? Das Kurbad. Mit seinen gesamten gegenwärtigen Installationen ist ein Faktum, ist und bleibt Realität. Nun rotten sich die Bürger zusammen, weil sie trotz deiner Zeitungspolemik gegen mich für meine Sache sind. Weil sie nun erkennen, auf welcher Seite die Wahrheit ist und auf welcher die Lüge. Erkennen, auf welcher Seite die Wahrheit ist und auf welcher die Lüge. Du solltest dich geschlagen geben, Thorsten. Einen schönen guten Morgen, Doktor. Pastor Lundquist. Man hat mir berichtet, Sie haben Ärger. Ärger?